Lieben, heute möchte ich euch zwei meiner absoluten Lieblingsteile vorstellen. Und zwar ist das einmal der Lip Liner von Unique in der Farbe Posh. Den gibt es noch in fünf anderen Farben. Und das hier ist der Upper Lip Lip Stain in der Farbe Soul Tree. Den gibt es in sieben verschiedenen Farben. Und ich probiere die beiden jetzt mal für euch aus. Die sind auf Mineralbasis, das heißt, da sind keine Schadstoffe drin, keine Chemikalien, die sind glutenfrei. Also die sind wirklich rein natürlich und sehr, sehr gut für eure Lippen und trocknen die auch nicht aus. Die Lip Liner sind mit Jojobaöl angereichert und ich finde, die sind sehr, sehr zart auf der Haut. Die lassen sich ganz easy und leicht auftragen und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das so geht. Die Lip Liner und die Lip Stains sind schmierfest. Das heißt, die verwischen nicht. Man kann da über die Haut drüber gehen und da verschmiert nichts. Ich kann euch das auch mal an der Hand zeigen. Da ist das immer ganz gut. Man lässt das einfach ein bisschen antrocknen. Und da passiert dann wirklich nichts, wenn man dann trinkt, wenn man isst, wenn man küsst. Das bleibt alles genau da auf den Lippen. Deswegen finde ich die so gut. Man kann natürlich auch die ganzen Lippen damit ausmalen, um jetzt bei der Farbe hier zu bleiben zum Beispiel. Ich kombiniere das ganz gerne mit einem Lipstain, weil man dann einfach einen ganz optimalen Halt hat. So, hier ist der Lip Liner und wie ihr seht, den kriegt man so schnell nicht von der Hand. Der ist auch wasserfest, das heißt, das kriegt ihr auch mit Wasser nicht abgewaschen. Da werdet ihr begeistert sein, wenn ihr das seht. Und wie ich die wieder runterkriege, ist ganz einfach mit einem bisschen Öl. Ich benutze Kokosnussöl, Olivenöl ist aber auch gut. Irgendwas Ölhaltigem kriegt man die leicht wieder runter von den Lippen. Und jetzt zeige ich euch den hier. Der hat so eine flüssige Konsistenz. Da kommt auch nichts raus. Das ist ganz praktisch in der Handtasche. Da kann nämlich nichts auslaufen, wenn der mal aufgehen sollte. Und jetzt zeige ich euch die Farbe. Das ist so eine tiefe Beeren, tiefes Rot. Ganz, ganz schön. Also man braucht da wirklich nicht viel von. Die sind sehr, sehr ergiebig. Den habe ich jetzt schon seit Monaten und da ist kaum was raus. Also ich würde sagen, der hält mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Also das ist wirklich ganz, ganz prima, dass man da wirklich nicht viel von braucht. Und man muss wirklich auch nicht oft nachtragen, weil der wirklich über Stunden auf den Lippen hält. Was ich auch ganz toll finde an den Lipstains ist, dass die wirklich die Lippen nicht austrocknen. Man hat es ganz oft bei den Stains, dass die Lippen rau werden und dann, dass man dann so, dass das so ausfedert. Und das passiert mit denen hier auch nicht. Also man braucht auch nicht unbedingt Lip Liner und die Lippen damit umzuranden, weil die Lipstains nicht ausfedern. Also die kann man ganz toll auch alleine benutzen, genau wie die Lip Liner auch. In Kombination natürlich auch ganz schön. Das gibt dann auch noch mal eine ganz andere Farbe. Jetzt zeige ich euch, wie die kussfest sind. Der ist nämlich jetzt trocken. Da geht nichts ab. Und trinken kann man damit auch. Und dann haben wir auch nichts am Glas. Wer es noch etwas dunkler mag oder wer gerne die Farbe einfach noch ein bisschen intensiver haben möchte, der kann dann einfach nochmal eine Schicht drüber machen. Also umso dunkler, wie ihr das haben möchtet, könnt ihr dann drüber gehen. Lasst das schön trocknen. Ihr könnt ganz gerne mal auf meiner Website schauen. Hier unten ist der Link.
Da könnt ihr euch eine Farbe aussuchen. Wie gesagt, die gibt es in 7 verschiedenen Farben, von natürlichen Farben bis zu kräftigen Farben, einen tollen Pink, ein tolles Lila, ein knalliges Rot. Da ist mit Sicherheit einiges dabei. Und unsere Lip Liner, wie gesagt, gibt es auch passend zu jedem Lipstain mit dazu in der jeweiligen Farbe. Und wir haben auch die passenden Eyeliner. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Kajal sucht, der nicht verschmieren soll, dann haben wir den auch in der Farbe Schwarz für die Augen und natürlich schmier- und wasserfest. Da geht nichts runter, das bleibt genau da, wo es sein soll. Also viel Spaß beim Aussuchen der Farben und ich hoffe, euch gefällt's. Ciao!